War jemand von Ihnen schon mal in Aberdeen, Washington? Nein. Nein? Gut. Aberdeen liegt ungefähr 160 Kilometer südwestlich von hier Richtung Meer. Aberdeen war nur für zwei Dinge bekannt: seine vielen Kneipen und seine vielen Bordelle. Aber in Aberdeen lebte eine junge Familie mit einem kleinen Sohn, und der konnte schon mit 5 Jahren Schlagzeug spielen. Und mit 12 Jahren spielte er sehr gut Gitarre. Er spielte in all den Kneipen in Aberdeen und unterhielt die Leute. Er wurde bald auch hier in Seattle bekannt und später auf der ganzen Welt. Ich rede von Kurt Cobain, dem Gründer der Band Nirvana. (1994) war Kurt Cobain der größte Rockstar unseres Planeten, die Leitfigur einer weltweiten Bewegung namens Grunge. Doch am 5. April nahm er sich in seinem Gartenhaus das Leben. Kurt Cobain ging zu seinem Kühlschrank, schnappte sich ein Malzbier, ging 30 Schritte hinüber zum Gartenhaus, trank das Bier, injizierte sich Heroin und erschoss sich. Was ihn dazu getrieben hat, bleibt ein Rätsel. In den Tagen vor seinem Selbstmord wurde Kurt Cobain vermisst. Ich bin in seine Heimatstadt Aberdeen und nach Seattle gefahren, die Stadt, in der er berühmt wurde, um die letzten Momente seines Lebens nachzuzeichnen. Das ist die Geschichte der letzten Tage von Kurt Cobain, der daran scheiterte, dass er alles bekam, was er sich wünschte. März 1994. Um 8.45 Uhr verlässt Kurt Cobain sein luxuriöses Haus im Villenviertel Lake Washington und fährt in einen Stadtteil, in dem keine reichen und berühmten Menschen verkehren. Um 9.45 Uhr betritt er ein Sportgeschäft und kauft sich ein Gewehr, die Waffe, mit der er sich später das Leben nehmen wird. Kurz vorher hatte Kurt Cobain sich noch für einen Drogenentzug entschieden. Seine Heroinsucht hatte er detailliert in seinen Tagebüchern beschrieben. Mir standen die Haare zu Berge. Vor allem als ich las, wie verzweifelt er zu Gott betet, ihn von seiner Sucht zu befreien. Er schreibt wörtlich: Bitte, lieber Gott, ich würde alles tun, alles hergeben, um von dieser Sucht loszukommen. Aberdeen, Washington, 1967. I had a really good childhood until my parents' divorce. I was ashamed of my parents. I couldn't face some of my friends at school. I desperately wanted to have, you know, typical family. I wanted that security. And all of a sudden, my whole world changed. It came antisocial. I started to understand the reality of my surroundings, which didn't have a lot to offer. Aberdeen ist eine kleine Holzfällerstadt im Bundesstaat Washington im Nordwesten von Nordamerika. Die nächste größere Stadt ist Seattle, etwa 160 Kilometer entfernt an der Interstate 5. In jedem Laden läuft der Fernseher, meist sehr laut. Und immer raucht jemand, immer hängt Rauch in der Luft. Und immer regnet es. Ich fahre seit 10 Jahren nach Aberdeen. Ich habe es nie ohne Regen erlebt. Häusliche Gewalt ist allgegenwärtig. Man muss weg von dort, wenn man etwas aus sich machen will. Wenn man bleibt, verschluckt einen die Trostlosigkeit. Leyland, was für ein Ort ist Aberdeen? Was für ein Ort? Na, wenn du oben auf dem Hügel lebst, bist du jemand. Wenn du im Süden der Stadt lebst oder unten in den Wohnungen, dann bist du Abfall. Kurt Cobain lebte sicher nicht oben auf dem Hügel. Seine Eltern ließen sich scheiden, als er 7 Jahre alt war.
Oft suchte er in dem Wohnwagen seines Großvaters Zuflucht vor dem traurigen Zuhause. Aber er behauptete auch, unter dieser Brücke geschlafen zu haben. Sie kam in einem seiner letzten Lieder vor und ist zu einer Pilgerstätte für Fans geworden. Mit seiner Obdachlosigkeit hat Kurt übertrieben, glaube ich. Er erzählte den Leuten, er würde unter einer Brücke wohnen. Das konnte aber niemand, mit dem ich in Aberdeen geredet habe, bestätigen. Er war ein weinerlicher, schwächlicher Kerl. Und in Aberdeen ist es kalt. Allerdings lebte er in besetzten oder verlassenen Häusern. Manchmal, und das finde ich wirklich berührend, ging er in das Krankenhaus, in dem er geboren wurde, um im Wartesaal zu schlafen. Die Leute sollten denken, dass er auf einen verletzten Verwandten wartet. Niemand würde einen wartenden Jungen aus einem Krankenhaus werfen. Um 19.55 Uhr kommt Cobain in der Klinik in Los Angeles an, um ein 28-tägiges Entzugsprogramm zu beginnen. Niall Stimson war sein Betreuer. Heute spricht er das erste Mal über die Zeit, die sie zusammen verbracht haben. Exodus ist oder war damals eine Rehabilitationsklinik für Menschen mit Alkohol- oder Drogenproblemen. Viele Rockstars haben das Programm gemacht und helfen einander jetzt clean zu bleiben. Sie haben ein Netzwerk und treffen sich regelmäßig. Das funktioniert sehr gut für diejenigen, die mitmachen wollen. Ich hatte aber das Gefühl, er wollte mit dieser Szene nichts zu tun haben. Er wollte von Heilung überhaupt nichts hören. Ich glaube, er war noch nicht so weit, sich seiner Abhängigkeit zu stellen. Das war noch gar kein Thema. Das Letzte, was er wollte, war, sich die Predigten dieser ganzen Rockgötter anzuhören, die den Entzug gemacht hatten. Schon nach einem Tag im Drogenentzug wurde deutlich, dass er von viel größeren Konflikten aufgerieben wurde. Du bist ein großer Rockstar und kannst natürlich gehen, wohin du willst. Wenn du nicht mehr in der Musikindustrie arbeiten willst, in Ordnung, dann hör auf und werde gesund. Ich sagte, warum kannst du das nicht tun? Aber er glaubte, dass er niemals zurückkehren könne, wenn er ausstieg. Sie würden ihn vergessen. Er war zerrissen zwischen, ich will kein Rockstar mehr sein und ich will das alles aber auch nicht verlieren. Bereits am folgenden Tag sprang Cobain über die Mauer der Klinik. Er entkam über die Mauer. Das faszinierte damals alle Mitarbeiter, denn die Tür war nur ein paar hundert Meter den Flur entlang. Er hätte einfach durchgehen können. Da waren keine Kameras, keine Wachen. Wahrscheinlich hätte die ersten 30 Minuten niemand sein Verschwinden bemerkt. Während Cobain aus der Drogenklinik floh, war auch seine Frau Courtney Love in Los Angeles. Aber sie kämpfte mit ihren eigenen Drogenproblemen. Sie wohnte im Hotel Peninsula und unterzog sich einem umstrittenen Entgiftungsprogramm des Hotels. Anstatt sie zu treffen, sprang Cobain in ein Taxi und fuhr zum Flughafen. Sie sah ihn nie wieder. Wir lernten uns auf einer Party kennen. Ich fuhr ziemlich auf ihn ab. Seine Freunde erzählten ihm das. Ich ging zu seinem Haus und hing mit ihm und seinen Freunden rum. Er küsste mich und dann waren wir zusammen. Im Unterschied zu Courtney Love hatte Kurt Cobain vorher nur eine einzige lange Beziehung. Seine erste Freundin war Tracy Miranda. Er war mager und hatte keinen Job. Aber er mochte Tiere und kleine Kinder. Das war ein großes Plus. Das weckte meine Mutterinstinkte und bei einigen sind die eben stärker als bei anderen. Aber dann war er auch sehr verschlossen, wenn es darum ging, wie er die Dinge sah. Er konnte sehr lustig, aber auch sehr sarkastisch sein. Es war paradox. Ich glaube, manchmal wollte er bemuttert werden und dann wieder nicht. Hat er mit Ihnen oft über seine Kindheit in Aberdeen geredet? Das ist eine ziemliche Proletenstadt. Er fühlte sich dort nicht zu Hause. Jeder machte Sport. Er versuchte sich ein Jahr lang als Ringer, aber er mochte es überhaupt nicht. Er war kein großer Ringer. Nein.
I was so withdrawn by that time, and I was so antisocial that I was almost insane. You know, I always felt that they would vote me most likely to kill everyone at a high school dance, yeah. You know? I've gotten to that point where I've fantasized about it, but I always would have opted for killing myself first. Cobain fand einen Freund an der High School, Chris Novoselic. Sie gründeten eine Band namens The Sellouts. Sie spielten in den Kneipen von Aberdeen. Aber Cobain hatte größere Träume, weit weg von dieser Holzfällerstadt. Um der Trostlosigkeit von Aberdeen zu entkommen, floh Cobain immer öfter nach Seattle, der Smaragdenstadt. Cobain wurde von Seattles dunkler Seite angezogen und von diesem neuen Musikstil. Das erste Mal in seinem Leben hatte etwas eine Bedeutung für ihn. Es war laut, wütend und chaotisch. Es war Grunge und passte perfekt zu ihm. Diese Schwarz-Weiß-Fotos von Charles Peterson fügen mit ihrer Ästhetik von verschwommenen Gliedmaßen, flackernden Lichtern und flatterndem Haar eine lose Gruppe von verstreuten Bands zu einer Szene zusammen. Es war diese unbändige Energie, die wir hatten und brauchten, um aus uns rauszukommen. Das war es, was uns die Shows gaben, diese jugendliche Kraft. Ich fühlte mich als Ganzes und zugehörig. In Tacoma, einer Arbeitersiedlung am Rand von Seattle, konnte man viele dieser neuen Bands sehen. Bis dahin war die Stadt nur als Heimat des Serienmörders Ted Bundy bekannt. Im Community World Theater, einem ehemaligen Porno-Kino, fanden viele der Konzerte statt. Hier trafen Cobain und Novoselic den Schlagzeuger Chet Channing. Er war viel ruhiger, als ich erwartet hatte. Die samtenen Schlaghosen, die Plateauschuhe und all das. Er war total widersprüchlich. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, kleinlaut oder so. Er war wirklich ein ganz sanftmütiger Kerl. Sie baten Channing, in die Band einzusteigen, die sie inzwischen Nirvana getauft hatten, nachdem Cobain spät nachts eine Sendung über Buddhismus gesehen hatte. Dachten Sie damals, dass diese Band so erfolgreich werden würde? Nein, eigentlich nicht. Nein, ich mochte sie gar nicht, als ich sie das erste Mal spielen hörte. Karfreitagabend am Flughafen von Los Angeles. Um 7:07 kaufte Kurt Cobain ein Erste-Klasse-Flugticket nach Seattle. Flugnummer 788 für $478. Er zahlte mit seiner Kreditkarte. Dann bestellte er eine Limousine, die ihn am Flughafen abholen sollte. Um 8:43 wollte er $150 abheben. Doch das ging nicht. Seine Frau hatte seine Karte sperren lassen, als sie erfahren hatte, dass er aus der Klinik geflohen war und ein Flugticket gekauft hatte. Cobain floh aus der Klinik, in der Rockstars mit Drogenproblemen behandelt wurden, nur um sich im Flugzeug neben einem anderen Rockstar wiederzufinden, der auch mit Drogenproblemen kämpfte. Duff McKagan, damals Bassist von Guns N' Roses. Wie Cobain war McKagan auf dem Heimweg nach Seattle und auch er war chronisch heroinabhängig. Ich glaube, ich kam gerade von einer Tour und flog von L.A. nach Seattle, nach Hause. Ich besteige das gleiche Flugzeug wie Kurt. Er sitzt neben mir. Wir hoben ab und fingen an zu reden. Er erzählte mir, dass er gerade aus der Exodus-Klinik abgehauen war. Wir redeten und tranken. Haben Sie auf diesem Flug über Ihre Heroinabhängigkeit geredet?
Nein, nein, das wollten wir nicht. Unmöglich. Um 12.57 Uhr landet der Delta-Flug 788 in Seattle. Wir landeten in Seattle und gingen zur Gepäckausgabe. Er war sehr niedergeschlagen. Ein Freund von mir, Eddie, holte mich ab. Eddie und er gingen raus, um eine zu rauchen. Als Eddie wieder reinkam, sagte ich, hey, wir sollten ihn heute Nacht mit nach Hause nehmen. Aber wir hatten getrunken und es ist nicht so, dass ich etwas geahnt hätte. Sicher nicht. Aber er war fertig und er war allein. Also ging Eddie zurück nach draußen und in genau diesem Moment stieg er in sein Auto und er war weg. ...1988 verbrachte Cobain immer mehr Zeit in Seattle. Im Sommer unterschrieb seine Band bei einem kleinen Independent-Label namens Sub Pop. Der Produzent Jack Endino produzierte ihre erste Single Love Buzz, die Coverversion eines Liedes der holländischen Band Shocking Blue. Wie war Ihr erster Eindruck von ihm? Nicht stark, ein schwächlicher Typ, höflich, aber schwach. Er hätte keiner Fliege etwas zuleide tun können. Aber als ich ihn singen hörte, sobald er seinen Mund öffnete und sang, sagte ich nur noch, wow, okay, eine ziemliche Stimme, hier passiert etwas. Das war mein erster Eindruck. Ich mochte die Gitarren und diesen erstaunlichen Schrei. Mit einem erstaunlichen Schrei kommt man weit im Rock'n'Roll. Aber Sub Pop genügte das nicht. Sie waren nicht überzeugt von Nirvana. Sie riefen Cobain sogar an und verlangten $200 Produktionskostenbeteiligung. Sub Pop förderte Bands wie Mother Love Bone, die damals in Seattle populär waren. Und ich glaube, hier lag der Unterschied zu Nirvana und Kurt. Sogar in der Sub Pop-Szene hielt man sie für Verlierer. Weit, weit weg in einer anderen Stadt am Meer lebte ein Mann, der Seattle und Nirvana in der Welt bekannt machen sollte. Einige Leute sagen, Everett True ist der Mann, der den Grunge erfunden habe. Die Zeitschrift Entertainment Weekly behauptete das. Ich habe das mal einem Taxifahrer in Seattle erzählt und er baute fast einen Unfall. Ich dachte, mein Gott, ist das so schlimm? Wer ist Everett True? Wer ist das? You mean Jerry? Sie meinen Jerry? Ich traf Everett das erste Mal im Büro von Sub Pop und dachte, wer ist denn dieser Freak? I was like, who is this freak? I got asked to go over to Seattle. Der Melody Maker beauftragte mich, nach Seattle zu fahren. Es war meine erste große Arbeit für die. Ich wollte immer schon nach Amerika und sie schickten mich hin, nach Seattle. Als das anfing, glaubte niemand, dass Nirvana die Band wäre, die den Durchbruch schafft, ganz und gar nicht. Am Weihnachtsabend 1988 nahm Jack Endino Nirvanas erstes Album auf, mit Produktionskosten von nur $600. Die ersten Kritiken für Bleach waren sehr oberflächlich. It's not a job with much glamour to it. You're by yourself a lot and sometimes you get to wonder. You wonder if anyone really cares. Nach der ersten Veröffentlichung von Bleach war Kurt Cobain pleite. Er versuchte sich im Raumpflegegeschäft. Die längste Anstellung, die er je hatte, war als Hausmeister in seiner alten Highschool gewesen. Aber sein neues Projekt, die Pine Street Raumpflege, scheiterte. Sechs Stunden, nachdem Duff McKagan ihn am Flughafen aus den Augen verloren hatte, saß Cobain in einem Taxi und suchte nach einem Waffengeschäft. Er brauchte Patronen.
Alle Geschäfte waren geschlossen und um 8.30 Uhr setzte ihn der Fahrer in der 144. Straße Ecke Aurora Avenue bei der Wohnwagensiedlung Crest Motel ab. Er verließ ein Haus, das damals mehrere Millionen Dollar wert war, eine wundervolle Villa am Ufer des Lake Washington, und fährt in ein Hotelzimmer, das $18 pro Nacht kostet. Und er sagt niemandem, dass er dorthin ging. Er wollte sich nur erholen in dieser Schattenwelt der Drogensucht, weit weg vom Leben. Ich glaube, in einem gewissen Sinne war das die Welt, die er beherrschen konnte. Die Villa konnte er nicht beherrschen. Er hatte nicht das Gefühl, das verdient zu haben. Das blieb eine fremde Welt. In der Welt der Drogen an der Aurora Avenue fühlte er sich aufgehoben und abgeschirmt von allem anderen. Cobain wurde oft in der Wohnwagensiedlung und im Close-In gesehen. Aber sein Lieblingsplatz an der Aurora Avenue war das Marco Polo. Zimmer 226, Cobains Lieblingszimmer im Marco Polo Motel. Er war 27 Jahre alt und der erfolgreichste Musiker seiner Generation. Verheiratet und Vater einer zweijährigen Tochter, die er einmal seine blühende, engelhafte Freude nannte. Aber in den letzten Wochen floh er immer wieder vor seinem Leben ins Zimmer 226, spritzte sich Heroin und aß Kartoffelchips. Seattle wurde damals von einer wahren Heroinwelle erfasst. Die typische Droge der Rockszene. Ursprünglich hatte Cobain sich über diese Szene lustig gemacht. Jetzt wollte er dazugehören und fing selbst an, Heroin zu nehmen. Er beschloss, zwei Menschen loszuwerden, die zu diesem Leben und zu Nirvana nicht mehr passten. Trotz ihrer Freundschaft wurde Chet Channing gefeuert. Dave Grohl wurde der neue Schlagzeuger. Man sagte, er sei im Laderaum eines Transporters von Wölfen aufgezogen worden. Er sah gut aus und er rockte. Die Tatsache, dass er in der gleichen Woche auch seine Beziehung mit Tracy Miranda beendete, spricht Bände. Wir waren 3 Jahre zusammen. Ich würde sagen, wir haben uns auseinanderentwickelt. Wir machten noch viele Dinge zusammen, aber er fing an, sich zu langweilen und wollte eine andere Freundin. Ich habe ihn immer unterstützt, aber ich glaube, er wollte eine Freundin, die auch Musik machte oder etwas Künstlerisches. Das wollte er wirklich. Ich war sehr gespannt darauf, sie zu treffen. Ich fand ihre Band großartig. Sie war fast noch aufgeregter, mich zu treffen. Ich war ein Journalist aus England, eine große Nummer. Courtney hat eine Affinität zu den Medien. Wir haben uns unterhalten und prächtig verstanden. Wir haben getrunken. Das nächste war, dass wir uns gegenseitig leicht geboxt haben. So macht man das eben. Man trifft jemanden, man mag diese Band wirklich sehr, dann boxt man sich ein bisschen. Das ist ein Zeichen der Zuneigung. Dann rollten wir auf dem Fußboden herum und Nirvana kam rein. Kurt sah dann Everett True auf dem Boden in einem Boxkampf mit dieser blonden Frau. Die natürlichste Sache der Welt. Er sprang dazu und boxte mit. So haben sie sich kennengelernt. Sie waren total hingerissen voneinander. Sie waren perfekt füreinander, ergänzten sich gegenseitig. Kurt war sicher nicht der schwache, devote Ehemann, als der er oft dargestellt wird. Sie passten einfach wunderbar zusammen. Man hört immer wieder, dass Courtney Love ihn zu den Drogen gebracht habe. Genau. Courtney hat mir immer diese unglaubliche Geschichte erzählt, die es auf den Punkt bringt. Und das wird viel zu wenig beachtet. Sie war clean, als sie Kurt traf. Sie hatte seit fast 6 Monaten keine Drogen genommen. Sie erzählte mir von der bewussten Entscheidung, wieder auf Droge zu gehen. Denn mit Kurt zusammen zu sein, bedeutete, Drogen zu nehmen. Sie sagte, sie liebte ihn genug, um für ihn wieder Drogen zu nehmen. Nun, da Kurt Cobain offiziell als vermisst gemeldet war, betritt dieser Mann die Szene. Courtney Love fand meine Nummer in den gelben Seiten. Kurt wurde vermisst. Er war am Tag vorher verschwunden. Also beauftragte sie uns erstmal, ihn zu finden. Was sagte Courtney, als sie nach Seattle aufgebrochen sind?
Sie sagte, rette die amerikanische Ikone, Tom, und fuchtelte mit ihrer Faust in der Luft herum. Courtney sagte immer wieder, wie suizidgefährdet er war. Während Courtney Love Tom Grant in Los Angeles beauftragt, wird Cobain in Seattle vor dem Jack-in-the-Box-Schnellrestaurant gesehen. Er sagte immer, dort gäbe es die besten Burger. Aber auch sein Drogendealer wohnte gleich um die Ecke. Kurt Cobain war ein Niemand. Und dann schrieb er diesen Song. Mit einem Lied schaffte er es, seiner ganzen Generation eine Stimme zu verleihen. Es war entfremdeter Punk, vermarktet als perfekter Pop. Nevermind wurde im April 1991 aufgenommen. Unmittelbar vorher musste er seine Wohnung in Olympia räumen, weil er seine Miete nicht mehr gezahlt hatte. Als er von der Aufnahme des Albums zurückkam, das sich millionenfach verkaufen und eine Generation verändern sollte, hatte er keinen Platz zum Leben. Er schlief in seinem Auto. Setzte mit diesem Song eine Veränderung ein? Welches Lied meinen Sie? Smells Like Teen Spirit. Ach, dieses Lied. Cobain entwickelte eine Abneigung gegen das Lied, das ihn berühmt gemacht hatte. Auf Konzerten weigerte er sich oft, es zu spielen. In a commercial sense, I think it's a good record. I have to admit that, you know. But that's in a cheap trick way, you know. But you know, as far as for my personal listening pleasure, you know, it's just too slick. Am 18. August 1992 bringt Courtney Love eine Tochter namens Frances Bean zur Welt. Kurt Cobain beschreibt diesen Moment als die Wende in seinem Leben. Er war tatsächlich glücklich. Since I've been married and I've had a child, you know, since within the last year, my whole mental state and my physical state has been just almost improved 100%. I haven't felt this optimistic since my parents' divorce, you know. Der Sänger hatte seinen Lebensmut wiedergefunden, doch wollte sein nächstes Album I Hate Myself and I Want to Die nennen. Das war beabsichtigte Ironie, denn dies war ein Album, mit dem er endlich zufrieden war. Kurz nachdem Charles Peterson ihn in Capitol Hill getroffen hatte, wurde er wieder gesichtet. Zwei Tage bevor er sich das Leben nahm, ging er mit Freunden mexikanisch essen. Ich erinnere mich, dass ich mit einer Freundin zum Abendessen kam. Drei oder vier Gäste saßen draußen. Das fanden Joanne, meine Freundin und ich eigenartig. Sie wollten ins Kino gehen. Sie aßen zu Abend. Sie fingen mit dem Nachtisch an, was ich etwas merkwürdig fand. Aber anscheinend bekommt man von Heroin Appetit auf Süßes. Cobain ging es gut. Er genoss seinen Bananenpudding in braunem Zucker und Rum. Er fragte den Wirt nach dem Kinoprogramm. Seine Freunde und er entschieden sich für den Film Das Piano. Sie gingen zum Kino. Noch am nächsten Tag, dem Tag vor seinem Selbstmord, war Kurt Cobain guter Dinge. So erzählt es Katja, die ihn an diesem Montag getroffen hat. Dieses Treffen wurde bisher noch nie erwähnt. Und Katja hat darüber bisher mit niemandem gesprochen. Nochmal zu diesem Treffen mit Kurt. Wo haben Sie ihn getroffen? Vor seinem Haus. Sie trafen ihn nur ein paar Tage... Bevor er starb, ja. Er hielt an und das war das erste Mal, dass ich ihn überhaupt sah. Er wirkte sehr aufgeregt und sehr glücklich. Laut Katja haben sie und ein einflussreicher Freund aus der Musikszene ihn an diesem Abend vor seinem Haus abgeholt. Ich saß auf dem Rücksitz. Wir sahen einander an. Ich versuchte, na, Sie wissen schon, keine große Sache. Ich war sehr aufgeregt und ich glaube, er auch.
And I think it was exciting for him too. Er genoss ihre Gesellschaft. Ja. Und an was erinnern Sie sich am deutlichsten? An die Helligkeit, das Licht und die Funken, die aus ihm herauskamen. Was meinen Sie damit? Sie konnten wirklich Funken sehen? Ja, von ihm ging eine Helligkeit aus. Und Funken? Ja, ja, es war wunderschön. Vielleicht kennen Sie die Geschichte, wie er eines seiner letzten Konzerte vor ungefähr 40.000 Fans spielte. Danach flogen Courtney und er nach Los Angeles und er verschwand letztlich. Courtney engagierte Privatdetektive, um ihn zu finden. Auch hier in Seattle. Sie fanden heraus, dass er hier in Seattle war. Aber er war ihnen immer einen Schritt voraus. Sie fanden auch heraus, dass er jetzt Drogen nahm, die nicht seinen üblichen Gewohnheiten entsprachen. Wir kommen jetzt in diese Straße und ich suche einen Parkplatz. Und ich zeige Ihnen, wo Kurt und Courtney wohnten. Anfang 1994 kaufte Cobain für 1,35 Millionen Dollar ein dreigeschossiges Haus mit 5 Kaminen und 5 Schlafzimmern im Stadtteil Lake Washington. Die Villa lag in einer der teuersten Wohnlagen in diesem Teil der Vereinigten Staaten. Ich glaube, in seiner Person tobte ein Kampf. Ich glaube, er mochte all diese Statussymbole gar nicht. Es war für ihn ein gewaltiger Druck, so repräsentativ zu sein. Ich erinnere mich daran, wie er sich nach der MTV Live und Lautsache riesig freute, weil er von J.C. Penney's, einem hiesigen Kleiderdiscounter, neue Jeans und einen neuen Mantel bekommen hatte. So etwas war aufregend für ihn. Er ging nicht los und kaufte sich Designersachen. Er war froh, wenn er Jeans trug, die keine Löcher hatten. Ein neuer, warmer Wintermantel, das war für ihn eine große Sache. Das neue Haus war wohl zu viel für ihn. Die meiste Zeit saß er im Kleiderschrank im großen Schlafzimmer und spielte Gitarre. Viele Bandmusiker bewohnen in ihren riesigen Häusern oft nur ein einziges Zimmer. Das habe ich immer wieder erlebt. Da leben sie in einem Zimmer und stellen den Fernseher auf den Karton, in dem sie ihn gekauft haben. So leben sie ein ganzes Jahr, ernähren sich von Burritos aus dem Supermarkt und wissen nichts mit sich anzufangen. Es ist Montagnacht, der 4. April. Kurt Cobain wird zum letzten Mal lebendig gesehen. In Linda's Tavern in Capitol Hill. Ich sah ihn so gegen 11 oder 12 reingehen und ich sagte, hey Kurt, bist du zu meiner Geburtstagsparty gekommen? Er schaute mich nur an und sagte, nein. Ich machte nur so. Er ist dann nicht einmal an die Bar gegangen, sondern gleich nach hinten durch. Er wirkte auch nicht besonders durcheinander, ging ganz normal nach hinten durch. Ich habe Gerüchte gehört, dass er aufs Dach gestiegen sein soll oder so etwas, um übers Leben zu meditieren. Ich glaube, es gibt gar keinen Zugang zum Dach. Er wirkte abwesend, aber nicht aufgeregt oder distanziert, wie ich hörte. Ich sah ihn auch nicht wieder rauskommen. Was Led Zeppelin in 10 Jahren erlebte, erlebte Nirvana in 2. Sie waren ständig auf Tour, immer wurden sie gefordert. Einen Monat vor seinem Tod brach Kurt Cobain eine Tour mit 38 Konzerten ab. Während der Rest der Band nach Seattle zurückflog, reiste er nach Italien. Am 3. März wurde er bewusstlos im Zimmer 541 des Excelsior Hotels in Rom gefunden. Der Vorfall wurde einer unbeabsichtigten Überdosis zugeschrieben. Aber seine Frau Courtney, die mit ihm im Hotel war, berichtete später, dass er einen Abschiedsbrief geschrieben hatte. 2 Wochen später organisierte Courtney Love im Rahmen des Drogenentzugs ein Interventionstreffen in ihrem Haus, in das sie Freunde, Bandmitglieder und Repräsentanten der Plattenfirma mit einbezog. Cobain reagierte aggressiv und wurde ausfällig. Während dieser Intervention stellte Courtney Love ein Ultimatum. Wenn er nicht endlich seine Sucht in den Griff bekam, würde sie ihm den Umgang mit seiner 2-jährigen Tochter Frances Bean verbieten.
Vor diese harte Entscheidung gestellt, stimmte er dem Entzug in der Klinik von Los Angeles endlich zu. Niemand weiß genau, wann Kurt Cobain wirklich gestorben ist. Laut polizeilichem Gutachten geschah es innerhalb von 24 Stunden nach dem Mittag des 5. April. Offiziell ist Cobain an diesem Tag noch als vermisst gemeldet. Keiner wusste, wo er war. Gary Smith, einer meiner Elektriker, rief mich an. Er sollte die Sicherheitsbeleuchtung in dem Haus machen. Wir wussten nur, dass da irgendein Rockstar wohnt. Wir waren nicht sicher, wer das war. Er wäre fast über ihn gestolpert. Er sollte die Sicherheitsbeleuchtung anbringen, schaute durch eine verschlossene Glastür und sah eine Leiche. Er rief mich sofort an. Ich starrte ihn nur an. Er sah aus wie eine Schaufensterpuppe. Dann schaute ich nochmal und sah das Blut und ein Ohr und langes Haar, eine Armbanduhr. Er fragte mich, wie Kurt Cobain aussehe. Ich hatte keine Ahnung, deshalb fragte ich meine Sekretärin. Sie beschrieb ihn mir. Langes blondes Haar, ziemlich dünn. Das sagte ich Gary am Telefon und er meinte, ja, das ist er. Ich glaube, er hat sich erschossen. Ich rief den Radiosender an und erzählte ihnen, was passiert war. Ich ging ans Telefon und da war jemand dran, der sagte, ich habe hier unglaubliche Neuigkeiten. Kurt Cobain ist tot. Es war ein hektischer Morgen, wir hatten für sowas keine Zeit. Und ich legte auf. Aber weil der Anrufer so hartnäckig war, riefen wir bei der Polizei an und fragten, haben Sie zufällig Hinweise, dass im Haus von Kurt Cobain etwas passiert ist? Sie meinten, ja, es gibt eine Meldung über eine Leiche. Das ist alles, was wir bis jetzt sagen können. Die äußeren Türen waren verschlossen. Ich musste eine Glasscheibe in der Tür eintreten. Dann öffnete ich die Tür und wir gingen rein, um den Patienten zu untersuchen. Es war ein ziemlich kahles Zimmer und er lag ungefähr im hinteren Drittel, ein wenig rechts von der Mitte des Zimmers, ein bisschen auf der Seite. Er lag auf dem Rücken, den Kopf auf der linken Seite. In seinem Schoß war etwas, das aussah wie eine Flinte. Wussten Sie, wer es war? Das wusste ich nicht. Am Sonntag, dem 10. April, entzündeten während einer Trauerwache mehr als 10.000 Menschen Kerzen für Kurt Cobain und legten Blumen nieder. Über Lautsprecher hörten sie eine Aufnahme von Courtney Love, die seinen Abschiedsbrief vorlas. The fact is, I can't fool you, any one of you. It simply isn't fair to you or to me. The worst crime I can think of would be to pull people off by faking it, pretending as if I'm having 100% fun. Im Alter von 27 Jahren beging Kurt Cobain Selbstmord. Er ließ seine Ehefrau, seine 2 Jahre alte Tochter und Millionen seiner Anhänger zurück. Es ist das Drama eines großen Mannes, der die Lasten von dummen, ignoranten Menschen trug. Ihre Leiden teilte und daran auf der Spitze seines Erfolges zerbrach. Nach seinem Tode entstanden Mythen und Cobains Leben wurde mit spirituellem Symbolismus aufgeladen. Ich habe damals allen meinen Freunden gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn jemand töten möchte oder will, dass er stirbt. Ich verstehe das überhaupt nicht. Aber er hat sich ja selbst umgebracht. Ja, das behaupten sie, aber es gibt Gerüchte, dass andere Dinge gelaufen sind. Zum Beispiel? Dass ihn jemand umgebracht hat. Waren Sie überrascht, dass es Selbstmord war? Nein. Ich meine, es ist schockierend. Total schockierend, wenn so etwas passiert. Also bin ich nicht aus meinem Stuhl gekippt vor lauter Überraschung. Es ist ja nicht so, dass der Typ am Vorabend noch rumgehüpft ist vor lauter Lebensfreude. Er hatte schon nach Selbstmord gestunken. Es war offensichtlich, dass irgendetwas völlig falsch lief. Da war etwas, womit er überhaupt nicht zurechtkam. Und er sagte nicht, was das war. Waren Sie auf seiner Beerdigung? Das war ich. Das war hart.
Über 10 Jahre nach seinem Tod ist der Wohnwagen seines Großvaters Leyland Cobain immer noch ein Mekka für Fans aus der ganzen Welt. Was wollen die Leute wissen, wenn sie herkommen oder ihn schreiben? Alles über Kurt. Wie er so war. Mir kam er vor wie jedes andere Kind. Er konnte schon mal etwas störrisch sein, aber meistens war er ein guter Junge. Manchmal trifft man eine dauerhafte Entscheidung für ein kurzzeitiges Problem. Ich glaube, das war's für ihn. Da sind diese ganzen Gerüchte, dass ein Dealer ihn beseitigt habe oder dies oder das. Ich glaube, er war einfach unglücklich. Und er wollte raus. Einfach raus. Wir waren fast 3 Jahre zusammen. Danach, in nur 3 Jahren, wurde er ein Rockstar, heiratete, wurde Vater, wurde heroinabhängig und beging Selbstmord. Alles in der kurzen Zeit. Das ist sehr viel Druck für 3 Jahre. Das ist die Originalkerze von der Trauerwache. Wenn ich diese Kerze halte, denke ich an all die wundervollen Dinge, die Kurt Cobain tat, als er mit Nirvana spielte. Er war so jung. Und viele Menschen verstanden nicht, warum er sterben musste. Jetzt geht's, gleich nochmal. Versuch's nochmal. Auch wenn die Kerze jetzt nicht angeht, ob an oder aus, der Geist ist da, wie ein Gott, den man ja auch in allem erkennen kann, wenn man will. Sie muss gar nicht an sein, sie kann weiterbrennen in deinem Herzen und deinen Gefühlen.